Hallo Freunde der analogen Unterhaltung. Hallo. Und willkommen zu einer neuen Folge Neuem Regal. Und erstmal mit einer Entschuldigung. Wir haben, ihr habt ja, ich meine, natürlich hatten wir auch und haben es auch immer noch durch Corona gebeutelt, die Dinge, die sich hier verändert haben. Wir haben lange nicht im gleichen Zimmer gedreht. Das ist der erste Tag, dass wir wieder gemeinsam im gleichen Raum. Wir haben auch lange nicht zusammen gespielt. Richtig, weil einfach jeder einfach in seiner Family Group halt festhing über viele Wochen, von 8 gefühlt ist insgesamt, wo ich wirklich zu niemandem anders außer meiner eigenen Family Kontakt hatte und da halt die Spiele gespielt habe. Und Hunter ging es ähnlich, der hatte glaube ich zum Glück noch mit Andreas da noch einen, und aber das, jeder hat dazu gesagt, und jetzt sitzen wir hier wieder und wir haben ja trotzdem Content gemacht. Ja, also genau, ich hoffe, wir haben versucht, dass ihr ein bisschen was habt. Aber ein Format hat wirklich drunter gelitten. Ich weiß nicht, warum es lag. Ich hätte mich auch einfach solo hier hinaufgestellt. Du hättest dich einfach solo, ja. Aber irgendwie, ich hatte halt auch viele, ne? Ich habe viel Zeug halt blöd, weil dann, auch genommen und so. Es war so ein bisschen geteilt. Ne? Es war immer, ich glaube immer noch nicht, ein paar Sachen sind immer noch bei mir. Es, aber ja, Neu im Regal hat gelitten und wir holen das, versuchen das jetzt so ein bisschen nachzuholen. Letztlich sind auch Sachen dabei, die wir haben auch schon gedreht und habt ihr schon gesehen. Aber einfach der Vollständigkeit, weil es Menschen da draußen gibt, die vielleicht nur dieses Format gucken, dass denen nichts sind. Hier ein Glas im Bild. Das hoffe ich ja nicht, aber genau. Okay, wir machen es aber auch wirklich, weil sonst es ist wahrscheinlich Rekordlängenfolge. Wir machen es schnell. Wir machen als erstes, tun wir mal wieder einen Kickstarter ins Bild stellen. Eieiei, schön, schön. Ganz viel. Es kommen noch mehr. Das ist nämlich alles eigentlich nur Erweiterung. Und jetzt kommt noch mehr. Das ist die Box of Holdings. Ja, und dann kommt aber noch mehr. Jetzt kommt das eigentliche Spiel. Das hast du gebackt, oder wie? Ja, klar. Geil. Meine Familie ist ja tatsächlich sind unbeirrbare Munchkin-Fans. Ja, die Mechanik, ich weiß. Ihr müsst uns nicht drüber diskutieren. Ja? Es hat schon seinen 6,8 verdient auf Brocken. Aber wir lieben es halt trotzdem und spielen einfach total gerne Munchkin. Und jetzt kam halt hier das dicke Munchkin-Miniaturen und ja, click all in pledge. Weil, und jetzt kommt's, Hunter, jetzt schneide ich an. Ich habe einen Traum. Ja. Dass ich, diese Miniaturen wirken für mich selbst mit meinen zwei rechten Händen, ich bin Linkshänder, deswegen sage ich immer zwei rechte Hände. Die ist bemalbar, oder was? Bemalbar. Ich werde jetzt, ich überlege noch, aber ich liebe Äugle mit dem Gedanken, tatsächlich anzufangen. Ja? Von 0% auf 10%. Vielleicht bemale ich mit meiner Frau zusammen irgendwann in einem langen Fernsehabend, Wochen oder wenn es wieder kalt wird, keine Ahnung. Aber ich habe Bock plötzlich. Wenn der zweite Lockdown kommt. Wenn der zweite Lockdown kommt, genau. Figuren zu bemalen. Und ich glaube, das ist der richtige Schwierigkeitsgrad. Munchkin Dungeon. Ja, es ist einfach Munchkin in einem Dungeon. Ich habe es jetzt bisher nur einmal reingeschnuppert zum Spielen. Da berichten wir dann, oder ich drüber, wenn ich dann ein bisschen mehr gespielt habe. Macht es. Und ja, es war all in mit Erweiterungen und extra Figuren und was ist denn geil. Was es so gibt halt. Sehr gut. So, das war schon mal volumenmäßig ziemlich viel auf einmal. Das war schon mal volumenmäßig. Jetzt kommt noch ein anderes großes Spiel. Da hast du schon mal kurz reingeschnuppert. Ja, da habe ich schon reingeschnuppert. Aftermath, das nächste Playdead-Game mit Abenteuer. Im Prinzip, ja, so man kann sagen, ein Maus und Mystik, etwas, ja, etwas anspruchsvoller, nicht ganz so kindlich, so ein bisschen auch sandboxig, Open-World-Konzept. Auf jeden Fall interessant, das musst du definitiv spielen, weil ich bin eigentlich ja nicht so der, ich bin nicht der Experte für diese ganzen. Der Jerry Hawthorne ist nicht dein Herr der Träume und auch das ist ja alles nicht so, das ist nicht so meine Welt, gebe ich offen zu. Ich habe es mir trotzdem schon mal angeguckt. Es ist auf jeden Fall ein spannendes Ding, aber es hat auch so seine Eigenheiten. Vielleicht bin da ich einfach auch, deshalb interessiert mich wirklich, dass du musst mal mir, vielleicht ziehst du mich dann auch noch mal rein. Mhm. Aber schönes Ding. Ja, sonst machen wir da ein Zwiegespräch. Ja, müssen wir mal gucken. Ich dir einfach erzähle, was du alles Tolles jetzt verpasst hast. Wahrscheinlich habe ich noch eine Menge verpasst. Ja. Dann haben wir ja schon drüber gesprochen. Xia-Erweiterung, toll. Machen wir irgendwann extra Video. Ja, das ist richtig cool. Dann haben wir hier Mark Hermanns, der war mal auf der Berlin-Con und hat da dieses Freizeitparkspiel vorgestellt. Und jetzt hat er uns den Fish Hunter, sein neues Spiel. Also ich glaube, dieses Freizeitparkspiel, da ist nie was so richtig draus gemacht. Fish Hunter. Aber Fish Hunter, der ist das aufgefallen. Ja, Hunter. Er hat das Spiel nach dir benannt, nicht nach mir. Ich bin enttäuscht. Kein Fischkron. Aber man rettet die Fische. Ja. Spielt Brettspiele. Alles klar. Sehr und gut. Sieht jetzt schon, also im Gegensatz zu diesem damals, also es scheint viel weiter mit diesem Fischhunter gekommen zu sein. Das ist alles, also ja. Cool. Im Eigenverlag. Dann nochmal auch wieder so ein kleinerer Eigenverlag. Das ist ein Kickstarter, der jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr läuft, aber haben wir auch gesagt, dass wir es dazu nicht schaffen. Trotzdem, das Spiel ist ganz interessant. Curators. Der Verlag ist World Shapers.
aus Schweden und es ist ein Plättchenlegespiel, in dem wir aber ein Museum errichten, wenn man dann quasi je nachdem, wie die Räume aneinander angrenzen und so, das fand ich dann einfach von der Idee her wieder irgendwie ganz charmant. Cool, das muss ich auf jeden Fall spielen, weil ich weiß, gut, das habt ihr vielleicht mitgekriegt. Museum gespielt. Genau, ich habe ja Museum gespielt, ich habe es ja auch rezensiert, das ist allerdings eine Bonusrezension geworden, das war in den Wochen, wo du im Urlaub warst. Und das hat, obwohl es ja wirklich wunderschön ist, Vincent Dutrey illustriert, na, hat mich ja spielerisch nicht so umgehauen, aber ich habe eigentlich gesagt, eigentlich das Thema, nämlich Museum, ist eigentlich ein voll cooles Thema. Und vielleicht kann Curators da die Lücke also ich glaub, füllen. Ist, ich weiß nicht, ob das final ist. Aber sieht nicht ganz final aus. Nicht ja. Ganz final, aber ja. Aber dachte ich auch, würde halt auch weniger Platz als Museum mit als seine Erweiterung verbrauchen. So, was machen wir weiter? Hier, das weiß ich überhaupt nicht. Das ist uns einfach, ich weiß gar nicht, was das ist, aber es sieht lustig aus. Wild Space. Ja, dazu kann ich jetzt tatsächlich leider auch noch nichts sagen von Ketchup Games. Aber hat uns zugeschickt, ist auch noch nicht deutsch, ne? Ist noch komplett französisch. Ja, aber da ist eine englische Anleitung, da habe ich mit reingelegt. Englische Schachtel. Die haben sie mitgeschickt, ja. Okay. Also sehr froh. Sieht einfach nur cool aus, müssen wir noch spielen. Cooler Look. Dann auch einfach nur der Vollständigkeit, das deutsche Parks ist da bei Feuerland. Es sieht zum Glück genauso schön aus wie das Original. Wir haben es ja schon vorgestellt und ich glaube wirklich der einzige Unterschied ist das Feuerland-Logo hier und natürlich, dass es auf Deutsch ist. Es sind natürlich trotzdem die Nationalparks der USA. Ja, es sind jetzt nicht ihr... Ich glaube, es war eine Bonus-Review, von der aber das Recap schon online ist. Könnt ihr euch also angucken. Und Kommt dann bestimmt, wie bei Flügelschlag hier, Teutoburger Walderweiter. Ja, das Einzige, was sozusagen bei Parks vielleicht noch hinzufügen wollte, da gab es ein bisschen eine Diskussion, dass es nicht aufgetaucht ist bei Spiel des Jahres. Und ich habe es tatsächlich gehört, dass das ein Stichtagsproblem war, dass quasi wirklich Spiel des Jahres gesagt hat. Parks hat es gerade nicht geschafft in den Jahrgang. Was aber natürlich nur ein sehr schwacher Trost ist, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt in 12 Monaten auf eine Nominierungs- oder Empfehlungsliste kommt, die ist dann doch eher gering. Aber ja, das ist der Hintergrund. Traurige Geschichte. Traurige Geschichte. So, hier, weiter geht's mit King of Tokyo, die Dark Edition. Da haben wir auch heute Rezension ist abgedreht, genau. Kommt. Und kommt. Und ist halt die limitierte, so ist es zumindest annonciert, Dark Edition. Es gibt sie auf Englisch, es gibt sie aber auch auf Deutsch. Bei Hoch, Yellow, im deutschen Vertrieb bei Hoch. Trotzdem, ja, also wie gesagt, wir haben auch das Video schnell gedreht. Ich glaube, das ist kein Spiel, was es ewig lang im Handel geben wird. Ja. Zumindest so die Ansage. Dann werden wir bald machen, haben wir beide schon reingeschnuppert. Cosmic Encounter Duel. Und da kann ich halt schon was sagen. Ich finde es immer gut, wenn Spiele 2-Personen-Spiele plötzlich bekommen. Und das ist die 2-Personen-Variante von Cosmic Encounter, die man im Original nicht zu zweit spielen kann. Das ist einfach mal so eine richtig, das kluge richtig. Bemerkung, die ich einfach mal hier so... Also da kommt die Rezension noch. Ja, es ist, ich kann nur so viel sagen, ich bin von, also bevor ich es auch gespielt habe, war ich schon etwas überrascht, weil ich halt finde, Cosmic Encounters, der Kern von Cosmic Encounters ist ja eben gerade, dass man nicht ist, dass man eben in der Gruppe agiert. Ja, aber ambitioniertes Spiel auf jeden Fall, hat sehr viel drin, was versucht es auf 2 Personen umzumünzen. Dann wahrscheinlich eher ich, weil das auch so eine Special Request von meiner Seite war, auch so Lockdown-bedingt. Ja, ich dachte, jetzt hoffe ich, dass du das schon vorstellst. Ja, ich habe es auch schon gespielt. Ich meine nur, ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt, ob du da auch unbedingt rein willst. Ja. Also bei mir hat es auf jeden Fall total funktioniert. Es ist ein Rollenspiel und hat damit auch nur, also ja, es trifft sich irgendwo, Rollenspiel trifft vielleicht gerade noch Brettspiel, aber eigentlich ist es hier auch vom Uhrwerk Verlag und so. Es ist ein einsteigerfreundliches Rollenspielsystem und ich habe das jetzt genutzt, um hier eben im Lockdown mit der Family, wo halt die Jüngste auch schon mitspielen kann, weil es halt einfach unbrutal ist, weil es mit so einem, mit viel kreativem Witz und Fantasie halt, ja, schön gemacht. So viel kann ich schon mal sagen. Aber ist also, es so wie Pen and Paper? Es ist Pen and Paper, nur quasi kindgerecht jetzt halt. Also, du warst wieder Meister. Oder gibt es keinen Meister? Ich bin wieder Meister und das ist der Fluch meines Lebens. Ich werde niemals... Ja, ich war tatsächlich wieder Meister, aber habe da auch Spaß gehabt natürlich dann für meine Kids dann da den Erzähler zu mimen. Und ich habe schon gemerkt, dass das schon ein Ding ist. Also am Anfang wussten sie überhaupt nicht einzuordnen, aber dann nach der ersten Partie halt, ich will jetzt hier auch keine Review vorweggreifen, aber das funktioniert durchaus als das, was es sein will. Also wer da, so viel kann ich schon mal sagen, nach sowas gesucht hat und nicht wusste, jetzt gibt es von Pegasus eben vollständig auf Deutsch lokalisiert. Oder ist vielleicht sogar auch original natürlich ein deutsches Produkt. Ist einfach Monte Cook. Ah ja, alles klar. Das ist schon lokalisiert. Hat also Uhrwerk der Uhrwerk hat es lokalisiert und Pegasus hat es jetzt im Vertrieb.
Also ich werde da auf jeden Fall was machen, entweder Solo oder stellst dir einen Doppelpack noch mal ausführlicher vor und du kannst dann entscheiden, ja, ob ich es dann übernehmen will. Für deine Familie ist. Wollte sagen, es ist so, vielleicht ist es auch was für einen Tellerrand tatsächlich, weil es ja eigentlich ein Rollenspielsystem ist. Kann ich mir auch vorstellen. Weil wir jetzt ein bisschen bei Kindern sind, einfach mal ganz kurz im Schnelldurchlauf. Superfly von Loki, ein neues Kinderspiel, wo wir mit Fliegen klatschen. Ah, das könnte ich mir gleich mal mitnehmen. Mhm. Na klar, meine wachsen da eh so langsam raus. Genauso wie aus Beady Roll von Lifestyle Board Games und Piatnik, wo wir ein so schnelles Igel-Würfel-Wettrennen uns abliefern. Schon aber halt schon vier richtig kleine. Ich glaube, hiervon hast du schon was vorgestellt. Kraken-Attack. Ja, das habe ich schon vorgestellt und tatsächlich. Der Bermuda Pirates, einfach auch nur der Vollständigkeit halber, weiß ich noch nicht. Kam ja schon im Doppelpack. Ne? Auch Kinderspiele, die ich schon gespielt habe. Ganz frisch von heute tatsächlich. Zweimal oder zumindest noch mehr Kinderspiele, meine ich. Auch wieder 2x4 Plus von Logis. Foto, Fisch und Go Slow. Ja. Ja, es muss ich beide, also bei mir ist langsam, ich habe beides sehr klar. Ich kann es nochmal probieren. Bei mir hört es natürlich langsam, also ich bin auch froh, dass es langsam aufhört mit den Kinderspielen. Ansonsten ist es halt direkt BerlinCon. Das ist dann BerlinCon Library, sonst, falls wir dazu nicht mehr kommen, aber deswegen stellen wir es ja zumindest euch hier vor. Ist halt ab 4, ne? Meine Kleine ist jetzt auch schon 5. Aber ja, vielleicht ist es noch was. Drittes Kind, Hunter, wie sieht's aus? Ne? Du meinst Corona-Kinder. Die Corona. Keine Corona. Dann kannst du nochmal die ganzen kleinen Spielchen und so. Nein. Der Vollständigkeit halber gibt es jetzt auch Trails of Tucana auf Deutsch. Ja, haben wir ja auch schon gemacht. Sehr schönes Roll'n'Ride für Leute, die nicht malen können, weil man nämlich nur... Ja, wirklich ein gutes Roll'n'Ride. Kann man tatsächlich auch hier jetzt per... Videoschalte spielen, einfach mit Spielen, die dann freikommen. Noch ein Kickstarter, den ich gebackt habe, Dungeon Drop Deluxe, ein ganz kleines Spiel, da haust du einfach so die Cubes auf den Tisch und dann bilden die, je nachdem, eine Farbe sind halt so die Räume und dann bilden sich automatisch Räume und dann tust du das rumlooten. Also es ist wirklich eine charmante, witzige Idee. Ob sich das jetzt zum Dauerbrenner bei mir absolviert, ist mir... Deluxe. Ich fand die Idee witzig. Es war natürlich auch ein nicht allzu teurer Preis. Machen wir mal im Doppelpack, glaube ich. Ja. Okay. Dann hier, haben wir noch was. Nestor Games hat uns das was Das ist tatsächlich so ein uraltes Ding, was wir eigentlich mal links hätten machen sollen, weil das nämlich mal jemand in einer ganz frühen Kickstarter-Kampagne, ich glaube damals für BerlinCon-Stream, Jahre her schon, sich gewünscht hat und ist dann irgendwie unter den Tisch gefallen. Und und das sollte natürlich nicht sein. Deswegen hat er es uns jetzt zugeschickt. Ich glaube, es war auch sein, also das ist der Autor quasi, also der uns da unterstützt hat. Und das muss ich mir nochmal angucken. Das ist halt ein abstraktes Spiel von Nestor Games. Also das Spiel steht da nämlich gar nicht drauf. Das steht gar nicht, was heißt. Das ist ja da von Nestor Games. Hier muss man mal zeigen. Also hier, Kairo Korridor. Kairo-Korridor, genau. Zack. So sieht es dann aus. Abstraktes Legespiel. Vielleicht machen wir auch ein Let's Play. Ja, mal gucken, was wir damit machen. Ja, genau. Schauen wir mal. Im sozusagen quasi Eigenverlag, glaube ich, erschienen. Dann schon rezensiert, Via Magica. Ja. Zack, einfach schönes, anschauen. Hat uns eigentlich ganz gut gefallen. Ja. Da haben wir eine schöne, also wer immer, bis immer. Wünscht, dass Hunter und Kron sich uneinig sind. Da lohnt sich so. So schlimm war es nicht. Nö, es war schön. Grand Hotel, schon rezensiert. Nicht zu empfehlen. Nächstes Spiel. Ach ja, stimmt, das hast du ja gemacht, ne? Andrew Junior, ja, es geht hier wirklich im Time. Machen wir Speed Dating. Andrew Junior von Cosmos hat Hunter schon rezensiert. Ach, nicht zu empfehlen. Hat geschimpft. Da bin ich ganz erschrocken, muss ich zugeben. Und ich habe es mir jetzt geschnappt. Nein, und es ist vielleicht nicht ganz. Das ist auch noch was zu sagen. Das ist mein. Ich sehe hier nämlich, das könnte mich auch noch ins neue Regal. Fairy Trail, nämlich, das ist natürlich auch, ne, auch hier. Andor denkst du, oh, Andor Junior, ich dreh durch. Und dann denkst du so, oh nee, komm, das macht so ein bisschen, also um sprich so für mich macht das Andor so ein bisschen madig, was schade ist. Also nicht irritieren lassen, ich habe die letzten Spiele, die hier so schnell durchgelaufen sind, sind nur so schnell durchgelaufen, weil von allen schon Rezensionen jetzt online sind. Ja. Deswegen ist das mühselig. Auch tatsächlich haben wir schon jetzt rezensiert, gemacht, haben wir Fairy Trails. Ja. Das hat auch ganz gut geklappt. Ein kleines Rosenberg spielen. Und noch nicht gemacht haben wir das auch ganz frisch, sagt mir auch überhaupt nichts. Jewel Heist, also irgendein Juwelenüberfall. The Secret Identity Party Game of Burglary und Betrayal. Das ist ein sehr charmanter Untertitel. Ja, und das ist vor allem von Mattel Games. Die haben nämlich, lange hat man von Mattel nicht mehr so wahnsinnig viel gehört.
Ne? Aber die sind jetzt wieder ein bisschen zurück und haben uns eine Kiste mit Neuheiten geschickt. Ach, das sind Sachen, richtig, die nicht hier stehen, weil das heißt, deine Kids da angefangen haben zu spielen, genau. Skibbo-Würfelspiele. Ja, die haben so, na, aber das ist so Sachen, ob wir das vorstellen, wissen wir nicht, das sind so diese ne, Uno-Würfelspiele und so. Also vielleicht ist es ja, du, ich meine, wer weiß, ne? Vielleicht ist es meinst ja du, das ist es? Genial. Is ja? Aber das haben wir jetzt, habe ich jetzt schon, haben meine Kids schon eingesackt. Aber ist es nicht hier die Erweiterung von... ist nicht, dann habe ich, ist das verschickt gegangen. Es kommen noch Sachen. Es kommen noch Sachen. Weil nämlich da auch drin war, nämlich die Erweiterung von Geister Schatzsuchmaster. Kommt vielleicht gleich noch. Nee, die werden wir dann nochmal im neuen Regal nachholen. Irgendwie wieder aus seiner Schachtel. Ja, die ist ja bei dir. Nee, und die Geister, die ist dann irgendwie weg. Da muss man nochmal suchen. Aber die ist auf jeden Fall auch in dem Paket drin gewesen. Die Erweiterung wird allerdings nur auf Englisch, aber ich glaube, es ist egal, weil es sprachneutrales Material ist. Ah. Treelings, ein Edition-Spielwiese-Titel, den wir noch nicht gespielt und genau, vorgestellt haben. Genau, der ist so ein bisschen unterm Radar weggewitscht, aber das war quasi die Frühjahrsneuheit von Edition-Spielwiese. Von Paul Schulz, dem Stipendiaten von Spiel des Jahres. Sollten wir uns auf jeden Fall noch angucken. Ich habe es aber tatsächlich einfach noch nicht gespielt. Man baut Baumhäuser, die sind auch irgendwie ganz charmant illustriert, aber ich habe wirklich... Auch ein ganz einfaches Spiel. Ich habe auch keine Vorstellung, worum es da genau geht. Ja, man baut halt so Baumhäuser. Crime Stories ist dann nochmal so ein erzähllastigeres Krimi-Detektivspiel, das sich an alle die richtet, die tatsächlich, die gerne da auch ein bisschen mehr selber an der Story, die nicht nur eine Story nachspielen wollen, wie ja eher die Krimi-Dinner so sind, man findet raus, was ist und man kriegt alles gesagt, sondern hier ist mehr so dieses, eine Prise eigene Kreativität mit reinbringen. Also das ist dann für viele auch vielleicht, oh Gottes Willen, bloß nicht, aber für den manch einen, der dann sagt, ja klar, genau danach habe ich gesucht. Aber gespielt habe ich es noch nicht, aber so viel habe ich verstanden, ist das, wodurch sich das von anderen Spielen dieser Art unterscheidet. Und dann haben wir noch Cat Ham City, von hoch, das war jetzt gerade Cosmos. Jetzt haben wir Catan City, auch nochmal ein Kartenspiel, das ich auch noch nicht sagen kann. Weil ich weiß überhaupt nicht, was man da genau macht. Außer, dass wir halt in Catan City natürlich unterwegs sind. Und interessantes Cover. So kann man sagen. Mit Katzen drauf verkörpern. Da bin ich ja fast schockiert. Da habe ich mich voll drauf gefreut, das vorzustellen. Aber ich hatte damals die Kiste aufgemacht, die ist ins Büro gekommen. Hier ist noch ein Exit. Ja, nochmal ein Exit, diesmal fortgeschrittene Friedhof der Finsternis. Da ist auch noch der verwunschene Wald gekommen, der liegt aber gerade zerschnippelt drüben auf dem Tisch. Ach. Da sind wir nämlich... gerade mittendrin. Sind wir gerade in so einem Rätsel ein bisschen. Das steht drauf, einfach. Und wir sind wirklich durchgerascht bis zu diesem einen Rätsel. Habt ihr irgendwas? Wir sind jetzt zu stolz, da irgendwie einen Tipp anzugucken. Naja, das liegt da halt. Und heute Abend beschäftigen wir uns nochmal damit. Und dann, ganz spannend, tatsächlich geht jetzt Exit nochmal einen Schritt weiter und machen jetzt Exit das Spiel mit Puzzle-Elementen, was ja lustigerweise Ravensburger hat ja da versucht, ja, da auch schon so Exit-Puzzle zu machen. Das jetzt gar hier nicht so aber, witzig war. Genau, jetzt kommt aber hier quasi die Originalmarke kontert zurück. Ja. Genau. Schlägt zurück und macht der verschollene Tempel und der einsame Leuchtturm. Fortgeschritten. Einsteiger fortgeschritten. 90 bis 180 Minuten, also quasi auch die Spieldauer von einem doppelten Exit. Eben die Mischung aus Rätsel und Puzzle. Ich bin echt gespannt. Von den Ravensburger Puzzlen gibt es einen Tellerrand von mir tatsächlich, ja, wo ich die vorstelle. Und mal gucken, wie die sich dann im Vergleich dazu schlagen. Aber das sind ja wirklich so reine Puzzle. Das ist ja ein reines Puzzle eigentlich, genau, mit Exit. Und das ist ja wirklich schon mit Drehscheibe und das ist schon ein bisschen mehr. Und es sind vier verschiedene Puzzle drin, vier kleine Puzzle. Ja, also genau, das ist vielleicht diese Mischung, die ich da auch gerne, also dass man Rätsel puzzelt. Mhm. Vollständigkeit halber haben wir noch bekommen, die drei Fragezeichen, Schrecken im Wald, diese Storycards. Ich weiß gar nicht, ob wir die jemals vorgestellt haben. Ich habe da mal ein bisschen gespielt, hatte immer einen Tellerrand zu geplant. Ich glaube aber, dass ich den tatsächlich noch gar nicht abgedreht habe. Ist auch, wenn er eher was für einen Tellerrand. Dann gibt es für alle Fußballfans jetzt Elfmeter, das rasante Kartenspiel. Auch bei Cosmos erschienen. Dann haben wir hier noch was ganz Seltsames zugeschickt bekommen. Pentagame. Ich glaube, das war auch eine freiwillige Zusendung. Ein Spiel, das man sofort begreift, das aber immer fasziniert. Zu zweit dauert die Partie 20 Minuten, drei oder vier Spieler spielen 40 bis 60 Minuten. Es gibt keine Würfel. Ja, ich glaube, das ist auch ein Spiel so im Selbstverlag erschienen. Und dann, das ist wirklich ganz nett, haben wir hier so zugeschickt bekommen von crimeletters.com über 5 Folgen, den ersten habt ihr jetzt hier nicht im Bild, einen quasi im Briefformat so einen Kriminalfall, die Monster unter der Stadt zum Lösen und
von dem Verlag, wo wir leider bisher viel zu wenig, weil das tatsächlich auch ist die wirklich der gute, diese ID Ventures ist doch ja. von denen, genau. Diese Sachen wie dieses, wie heißt das, Antarktika und Burg Adlerstein, solche Sachen, jedenfalls auch ein echt cooler Exit-Verlag und der hat das, da habe ich schon Positives gehört, steht bei uns auch noch an, eben auch in so einem Umschlag. Das Spiel beginnt direkt mit dem Öffnen des Umschlags. Hängt man sich dann wohl auch so ein Poster. Ja, und das hier ist quasi, wenn ich das richtig sehe, ist das eben so ein, so ein Brief, Exit-Spiel, ne? Crime Letters, da könnt ihr euch sozusagen anmelden, kriegt ja auch diese Briefe zugeschickt. Wir haben es jetzt auch, noch nicht. Den ersten hat er, deswegen steht er nicht hier, der erste ist geöffnet den worden geöffnet, und ist angefangen und das ist jetzt quasi. Damit geht's weiter. Ja, man kann das dann aber wöchentlich spielen und ich schätze, das sind dann immer solche Episodenabenteuer. Also Crime Letters, genau, www.crime-letters.com ist, glaube ich, könnt ihr natürlich mal gucken. Wie gesagt, ich habe jetzt auch bisher, vielleicht machen wir da doch mal was dazu, was richtig gespielt haben. Die Idee ist, glaube ich, natürlich auch bei dem Verlag, behaupte ich jetzt einfach mal, wagemutig, jetzt in Corona-Zeiten mal Lockdown entstanden, dass man halt überlegt, hey, wie kann man da weiter? Und das ist natürlich eine charmante Idee, einfach per Brief ein Spiel zu verschicken oder auch hier das Format. Und da habe ich zumindest von meiner Nachbarin, die lustigerweise genau dieses Hidden Games hier gespielt hat, die kam zu mir rüber, hat gesagt, kennst du das? Hatten wir gestern voll den tollen Abend mit. Und nee, ich kenn's noch nicht. Aber finde ich auf jeden Fall charmante Ideen, auch irgendwelche Lösungen. Ich hatte auch vor, mir das anzuschauen, wenn wir jetzt schon mal bei dem Thema sind. Es gab ja auch einige von diesen Live-Exit-Rooms, die dann quasi reine Audio-Räume, die man sich quasi als Download dann kaufen und teilweise sogar mit Live-Moderator, der dann wie in einem echten Termin quasi bei einem miträtselt, also dass man quasi online auch echte Rooms machen konnte. Finde ich ja solche Ideen immer ganz cool, wenn die Leute überlegen, ja, dann machen wir halt aus der Not eine Tugend. Sehr klappt cool. Natürlich nicht immer. Das war's. Puh, ja, das war's. Wo ist die Erweiterung für Geistergesellschaft? Das weiß ich nicht. So schade. Egal. Kommt, wird nachgeliefert. Was wir noch nicht wissen, ob das tatsächlich auch auf Deutsch kommt, aber ich gehe mal stark davon aus, immerhin Kinderspiel des Jahres geworden. Das war auch auf der Spiel schon was im da? Regal. Dann habe ich das einfach mal übersehen. Englisch noch, genau. Da hatten wir noch das Gespräch. Wahrscheinlich ist wirklich diese verspätete Karton sozusagen. Alles klar. Aber es ist ein gutes Stichwort. Wo ist es? Sehr gut. Wir haben wieder ein Rätsel zu lösen. Ja, irgendwo ist abgeblieben. Naja, Sherlock Kron. Alles klar. Geht, ja. Finden ihr seht auch. Also, es gab einiges an neuen Sachen. Manche Sachen haben wir schon gemacht, manche noch nicht. Und wir hoffen jetzt, dass zumindest für eine Zeit lang jetzt wieder so ein bisschen alles ein bisschen normaler ist. Wir werden jetzt erstmal wieder zusammen spielen und eben so wieder zusammen drehen. Hoffen, dass das natürlich sich nicht wieder alles umdreht. Wer weiß, gucken wir drauf und wünschen das euch natürlich auch. Dass ihr da alle wieder zurück, dass alles wieder ein bisschen normaler wird mit Schule und mit diesen ganzen Sachen für all die Leute, die Kinder haben. Genau. Ja, ich hoffe natürlich ohnehin. Also Hunter und ich haben geplant, da irgendwann mal noch ein Video zu machen, wo wir uns mal über diese 8 Wochen unterhalten, wie so jeder von uns diese rumgekriegt hat. Ich hoffe, dass ihr, ich meine, es war natürlich und wird auch noch in den nächsten Monaten eine schwierige Zeit bleiben. Genau. Ich hoffe trotzdem, dass ihr alle den Umständen entsprechend einigermaßen mit einfach ein paar Blessuren und blauen Flecken durch diese ganze Sache gekommen seid. Und ja, würde mich freuen, wenn es so ist, dass es ein Schrecken mit Ende ist. Genau, so wollen wir da. So viel dazu vielleicht. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Spielt schon weiter, macht's gut. Tschüss. Tschüss.